Alle 6 Jahre bewerten Bund und Länder im Bericht zur Lage der Natur, wie gut der Erhaltungszustand der Natur ist und in welche Richtung er sich entwickelt. Denn sie müssen der EU über die Umsetzung von Naturschutzrichtlinien Rechenschaft ablegen. Das Ergebnis stellte Umweltministerin Svenja Schulze in Berlin vor und der Natur in Deutschland geht es insgesamt nicht gut genug. In Agrarregionen in Deutschland haben es bedrohte Tiere besonders schwer. In Wäldern, aber teils auch in Dörfern und Städten, verzeichnen Experten aber auch Erfolge für den Naturschutz. Gut geht es demnach etwa der Kegelrobbe an der Nordsee oder dem Steinbock in den Alpen. Besonders große Probleme gibt es etwa bei Schmetterlingen, Käfern und Libellen. Etwa ein Drittel der Vogelarten sind in den letzten 12 Jahren in ihrem Bestand zurückgegangen, heißt es aber auch im Bericht. 63% der Tiere und Pflanzen sowie 69% der Lebensraumtypen, die in der EU nach der sogenannten FFH-Richtlinie geschützt sind, seien im unzureichenden oder schlechten Erhaltungszustand. Vor allem Grünland, Seen, Feuchtgebiete, Meere und Küsten. Die FFH-Richtlinie schützt Tiere, Pflanzen und Lebensräume. Für Vögel gibt es eine eigene Richtlinie. Als wesentliche Ursachen nennen die Autoren Dünger und Pestizide, intensive Nutzung der Flächen, Entwässerung, Veränderung an Gewässern, aber teils auch Sport, Tourismus und Freizeitaktivitäten.